Hallo zu Back und Koch mit Stefan. Heute wieder ein Rezept aus der Rubrik Dr. Oetker Classic. Und zwar das Rezept Bienenstich. Ein einfacher Bienenstichkuchen aus der Springform. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's! Ja, während wir hier reden, blende ich euch unten schon mal alle Zutaten für Teig, Belag und Füllung ein. Weil wir nicht mehr so ganz chronologisch anfangen, also nicht mit Teig, sondern zuerst wird der Belag hergestellt, weil der abkühlen muss. Aber ihr seht, wie immer, die Zutaten unten eingeblendet. Weiter geht's. Für den Belag erhitzen wir Butter, Zucker, Vanillezucker, die Milch. Einmal bis kurz vorm Aufkochen im Prinzip einmal richtig erhitzen. Dann vom Herd, von der Feuerstelle runternehmen und die gehobelten Mandeln unterheben. Alles richtig gut verrühren, beiseite stellen und abkühlen lassen. Sollte die Masse hinterher zu zäh, zu trocken zum Verstreichen sein, können wir einfach etwas kalte Milch unterrühren und dann passt das wieder. Ganz einfach gemacht, rucki zucki. Für den Quarkölteig verrühren wir in der Küchenmaschine oder beim Handmixer alle Zutaten bis auf Mehl und Backpulver einmal, so cremig verrühren. Mehl und Backpulver separat einmal kurz vermischen und dann esslöffelweise unterrühren. Das Ganze wird mehr oder weniger verknetet und der Teig ist fertig, sobald er sich so vom Schüsselrand löst, dass er da nicht mehr klebt. Man kann ihn auch ausrollen später in der Form, aber ich mache das einfach mit der Hand, verteile das mit der Hand, drücke das hinterher ein bisschen platt oder gerade die Fläche und dann passt das schon. Da braucht es keine richtige Hexerei zu. Den Backofen heizen wir schon mal auf 175 Grad Ober-Unterhitze vor. Backform habe ich ausgelegt mit Backpapier und den Rand eingefettet. Seht ihr hier ja. Und darauf jetzt den Teig verteilen, relativ gleichmäßig. Wie gesagt, ich mache es mit den Händen. Und darauf unsere Masse verteilen. Da habe ich jetzt nochmal 2 Esslöffel Milch dazugegeben, das ein bisschen verrührt und dann mit dem Löffel verteilt. Wundert euch nicht über die Mengen und die Mengenangaben. Ihr bekommt die genauen Mengen, wie Dr. Oetker das so sagt, im Rezept. Aber aus der Erfahrung bei meinem Kirsch-Mandelkuchen habe ich gemerkt, dass der Belag, also den Mandeln, eigentlich zu wenig waren. Und deswegen habe ich von vornherein hier ein wenig mehr gemacht. Aber das ist eigentlich zu viel, also hätte hier wahrscheinlich das Rezept gepasst. Aber egal, also die Masse auch auf dem Teig verteilen und dann auf der mittleren Schiene für 25 Minuten backen. Da kann ich schon aus Erfahrung sprechen. Achte darauf, lieber, glaube ich, 5 Minuten kürzer, aber schaut mal genau, 20 Minuten werden wahrscheinlich auch reichen. Meiner ist so an der Grenze. Er ist noch okay, keine Frage, obendrauf schön goldbraun, aber er hätte auch 2, 3, 4, vielleicht sogar 5 Minuten kürzer gekonnt. Sobald der Kuchen aus dem Backofen kommt, den Rand mit einem Messer kurz lösen. Das ist relativ wichtig, weil dieses Karamell sonst an dem Tortenrand zu stark festklebt und ihr hinterher Probleme habt, den Kuchen aus der Form zu lösen. Dann aber in der Form abkühlen lassen, bis dass er richtig gut ausgekühlt ist. Nachdem der Kuchen gut ausgekühlt ist, aus der Form lösen, dann in der Mitte einmal teilen und dann können wir auch unsere Creme zubereiten. Das hier ist ein Dr. Oetker Rezept, deswegen eine Packung mit einer Dr. Oetker Tortencreme, denn im Rezept steht, die soll man verwenden. Ja, die Zutaten seht ihr natürlich hier auch. Einfach nach Packungsangaben die Tortencreme zubereiten. Wichtig ist dabei wirklich diese 2 Minuten rühren oder mehr als 2 Minuten auf höchster Stufe rühren. Dann verändert die Creme auch ihre Farbe, das seht ihr. Und sie wird richtig schön cremig. Und dann um den Kuchen einen Tortenring packen, mit der Creme füllen, etwas glätten, den oberen Tortenboden drauf, etwas andrücken, Tortenring entfernen und dann ist eigentlich unsere Torte schon fertig. Gleich werden wir sie noch probieren.
natürlich der Geschmack hier nochmal ein fertiges Stück. Sieht gut aus, alles gut durchgebacken. Wie gesagt, auch die Backfarbe ist in Ordnung, aber so gerade an der Grenze. Jetzt probieren. Super, genau wie Bienenstich schmecken soll. Wirklich crunchiger Mandeldeckel mit dem Zucker karamellisiert, einmal frei. Die Creme schmeckt wirklich wie eine Bienenstichcreme. Der Boden ist locker, saftig, aber nicht zu trocken oder ähnliches. Also wirklich gut. Wenn euch das Rezept gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Vielleicht drückt ihr auch die Glocke. So verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Und dann sage ich, macht's nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.